In diesem Wissensschatz gibt es ein paar wichtige Fakten, warum Training bei Rückenschmerz hilfreich sein kann. Viele Leitlinien gegen Rückenschmerzen weisen einen hohen Anteil an aktivem Training aus. Studien zeigen, dass Hypertrophietraining eine Schmerzlinderung fördern kann. Viele denken, ich brauche ja die richtigen Übungen, nix da. Keine Trainingsform weist wirkliche Vorteile einer anderen gegenüber auf. Joggen ist nicht besser als Yoga und nicht besser als Gerätetraining und andersrum. Das beste Training gegen Rückenschmerzen ist das Training, das ich auch wirklich mache. Ein schwieriger, aber wichtiger Punkt ist die Belastungsdosierung. Wann ist wie viel oder zu wenig? Dieser Faktor ist sehr individuell. Empfohlen werden 150 Minuten lockere Aktivität wie Walken und zweimal die Woche Krafttraining der großen Muskelgruppen. Schmerzen beim oder nach dem Training sind kein Zeichen für zusätzliche Verletzungen oder Schäden. Peace out und bis zum nächsten Mal bei Physio4Real.